Wenn Sie ein Zwiri, ein Snack oder ein Dessert machen wollen, das sicher alle lieben, dann gibt es eigentlich nur etwas. Äpfelküchli. Der Schweizer Klassiker schlechthin. Und wenn Sie nicht gerne frittieren, ich zeige Ihnen heute auch noch eine leichtere Variante. Für einen Ausbachteig mische ich Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel hinein. Äpfelsaft und Eigelb verrühren. Unter ständigem Rühren mit dem Schwingbesen dazugeissen und weiter rühren, bis der Teig schön glatt ist. Der Teig lasse ich jetzt zudeckt bei Raumtemperatur ca. 30 Minuten ruhen. Und jetzt kommen wir zu den Äpfeln. Dafür tun wir Äpfelsaft, Zitronensaft und Zucker verrühren. Als nächstes schälen wir die Äpfel und das Kerngehäuse rausnehmen. Besonders gut geht es mit einem Äpfelausstecher. Die Äpfel schneiden wir in ca. 1 cm dicke Ringe schneiden und tun sie sofort in die Schüssel. Das Ganze tun wir zudeckt bei Raumtemperatur ca. 30 Minuten ziehen lassen. Kurz vor dem Frittieren schlagen wir das Eiweiß mit dem Salz steif. Sorgfältig mit dem Gummischaber unter den Teig ziehen. Zucker und Zimt mischen wir in einem tiefen Teller. Nehmen Sie zum Frittieren ein hitzebeständiges Öl. Ich nehme jetzt hier ein Erdnussöl. Das Frittieröl sollte nicht heißer als ca. 175 Grad sein. Zum Überwachen der Temperatur habe ich einen Thermometer drin. Nur dann werden unsere Äpfelküchli schön goldgelb und gesünder ist es eben auch noch. Die Äpfelringe tun wir trocken tupfen. Ziehen Sie einzeln durch den Teig ziehen und abtropfen. Trinken dann portionenweise bei mittlerer Hitze beidseitig je ca. 2 Minuten goldbraun backen. Rausnehmen und auf Haushaltpapier abtropfen. Im paratgestellten Zimmerzucker wenden, warm stellen und dabei tun wir die Ofentür mit einem Kellerstiel einen Spalt breit offen haben. Und falls Sie lieber eine leichtere Variante haben und den ersten noch ohne Frittiergeruch, dann habe ich Ihnen hier das Küchliblech. Bei dieser Variante legen wir die Äpfelringe ins vorbereitete Blech. Dann legen wir den Teig drüber. Der ist jetzt hier in diesem Fall ein bisschen flüssiger als voran. Und das Ganze geht jetzt für 20 Minuten in den Ofen.